Es geht weiter mit SWTOR. Heute mal was ganz anderes. Wir werden nämlich mal Flashpoints laufen. Ich meine, ja, vorher sind wir ja PvP, haben ein paar, ich glaube, jetzt eine Stunde ungefähr durchgezogen oder ein bisschen mehr jetzt. Und dann haben wir noch zwei Streams zu Knights of the Fallen Empire gemacht. Kapitel 3 bis 9 sind wir jetzt gekommen. Ja, das waren, glaube ich, jetzt ungefähr 5 bis 6 Stunden Stream. Und dann, ja, will ich jetzt vielleicht nochmal 1, 2, 3, weiß nicht, Flashpoints laufen. Und dachte, warum nicht gleich streamen? Vielleicht schaut jemand zu, vielleicht interessiert es ihn. Wenn nicht, dann echt. Jo. Müssen wir nochmal im Chat schreiben. Schreibt schon YouTube und ja, dann versuchen wir die Leute mal ein bisschen anzulocken. Und da geht schon was los. Ich gucke mal, ob ich auch irgendwie eine blöde Quest dafür habe. Ne, hier bestimmt nicht. Oh Gott, wie ich diese Scheiß. Oder habe ich die noch? Hat jemand schon abgelehnt? Ja. Flashpoints. Na denn. Ich weiß ehrlich gesagt nie, wo diese komischen Missionen dafür sind. Für Flashpoints. Wir sind irgendwie gefühlt jedes Mal an einer anderen Stelle. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, vielleicht haben wir schon mal einen Zuschauer. Schauen wir mal rein. Und. Oh, Exfotor ist on. Yo! Schön, dass du eingeschaltet hast, Mann. Oh mein Gott, die Scheiße habe ich noch gar nicht gemacht. Fünfmal Hilfe. Machen wir nicht. War es schwer oder nicht? Schauen wir nochmal rein. Taktische Flashpoints. Okay, my friend. Dann machen wir mal ein paar taktische Flashpoints. So, jetzt aber rein. What the fuck? So, das kann man so in der restlichen Zeit machen. Wir warten, dass die Leute annehmen. Level 15er. 42 und 265er. Das kann ja ein Spaß werden. Oh man. Oh man. So, würde mich freuen, wenn du auch im Chat ein bisschen schreibst oder so. Jo. Ja, das mit den Kopfhörern jetzt wieder anders hinbekommen. Ich habe die an die Tastatur angeschlossen. Was? Ich habe die an die Tastatur angeschlossen? Ja, habe ich. So. Okay. Dann würde ich mal sagen, geht es da los. Bitte skippen, Leute. Zeit des Imperiums ist gekommen, würde ich jetzt sagen. Ja, okay, egal. So, bitte skippen. Leertaste. Heißt der jetzt Level 19 oder was? Okay. Geht nicht. Was für ein Stream? Ja, wenn ich das hier streame, dann wahrscheinlich ein Stream zu den Flashpoints. Ja. Ist ja okay. Music Pool, Settings, Pool Bus. Müsste ich eigentlich mal alles anschauen, wie das so geht. So,
Vielleicht interessiert es dich ja, vielleicht nicht. Hallo, darf ich mich bewegen? Danke sehr. Rein da, Leute. Ja, okay. So, das packen wir ein bisschen runter. Das dürfte jetzt kein Problem werden. Ach ja, Gott. It's damage, my friend. My friend, it's damage. Seriously. Oh nee, ich hasse den Kack. Nothing, my friend. Okay, gehen wir auf Gilde. Sieht scheiße aus. So, das passt. Gut, 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 mein Freund. Nicht angreifen, Michael. Ja, hoffentlich haben wir hier gleich ein paar mehr Streiter. Also, ich weiß, dass wir jetzt noch keine haben. Nee. War ja eine kleine Herausforderung. Kommt schon. Nicht mich. Das hört sich so an wie auf der Flotte irgendwo, keine Ahnung. So, ach ja, cool. Drive Yards habe ich noch gar nicht erwähnt. Kann man relativ gut mitleveln, finde ich. Ja. Eine Nautolanerin. Schön. Ey, bitte Leute auf den Streiter. Deswegen mache ich PvP, Leute, weil mir das zu einfach ist. Gut, man kann natürlich auch auf die Operationen ausweichen, weil das hier im Gegensatz nicht zu den Operationen ist. Weil da erwarten die Leute halt gleich immer das beste Gear und wie soll man das farmen, wenn man keine Operation macht? I don't know. So, waren ein paar Zugangscodes, die brauchen wir, glaube ich. Wir machen mal ein bisschen Kack weg. So, Gruppenfinder. Ja, das passt. Ne, der Scheiß kann weg. Das kann noch weg. Das hier. Hey ho, ich war noch was. So, dann machen wir ihn mal weg und was habe ich eigentlich für einen Titel? Wohltäter. Eigentlich immer was anderes. Wohlhabende habe ich eigentlich immer. Aber ist ja egal. So. Juhu! Das lasse ich die Leute hier erstmal machen, weil ich da nicht so der Typ bin. Sehr schön. Ich breche sofort auf. Siebter kommt jetzt, ne? Genau. Hätten wir, sage ich, unten auch LRK, aber ist jetzt egal. Der sieht aus wie eine Viper bei Battlestar Galactica. Bumm, falsch.
Umso besser. Ich mache mal Schadens. Fight. Oh, warum macht der das nicht? So, wie ihr merkt, streame ich letzte Zeit öfters und lade das dann oder lasse das direkt auf YouTube hochladen, weil es einfacher ist. Ich streame vielleicht, sagen wir mal, keine Ahnung, eine Stunde. Dann gehe ich einfach auf Twitch und schreibe jetzt nicht rein, aber ich lasse den dann das einfach auf YouTube exportieren. Dann lädt er das direkt hoch. Das heißt, ich muss es nicht selber nochmal konvertieren. Sprich, wie wenn ich jetzt irgendwie normal was mache. Und das bedeutet auch, dass mein Speicher persönlich jetzt nicht so übertrieben belastet wird. Weil, ich meine, ich habe ja jetzt schon irgendwie ein paar hundert Gigabytes. Oder, da sehe ich, auf meinem PC habe ich auch noch was gehabt. An Videos. Und das ist wirklich extrem irgendwann. Manche Videos, was weiß ich, die haben 150 GB und die sind ungerendert. Und macht mal ein langes Video von, sagen wir mal, 2 Stunden, dann habt ihr da schon schnell 400 bis 600 GB. Das kann euren PC ordentlich beeinflussen, vor allem wenn ihr, wenn der braucht ja noch gewissen, sag ich mal, freien Speicher, um ordentlich zu arbeiten. Weil, wenn ihr merkt, euer PC ist ordentlich vollgemüllt, dann funktioniert auch nicht wirklich alles. Also falls SWTOR bei euch nicht funktioniert, dann schaut nach, ob ihr noch genug Speicher frei habt. So, müsst ihr so einen gewissen Puffer, würde ich sagen, lassen. Jo, wir zerstören alles. So. Also einen Follower haben wir ja schon bekommen, das ist ja schon mal gut. So, dann geht's nach links. Ich würde aber gerne. Und Elite Force ist noch drin, yo. Ich würde gerne noch im Chat hier drin mehr haben. Aber wir haben Zeit damit. Hallo? Glaub mir, ich lasse mich bestimmt nicht von so einem scheiß Viech killen. So. War eigentlich gedacht, dass ich. Dings ja, dass ich das Teil da mal hole, aber haben die schon irgendwo anders geholt, aber. Egal. So. Sehr schön. Dann geht's mal. Bisschen hier lang. Man kann die Gegner nicht mal richtig voll dotten, dass man das dann macht. Also bei manchen Gegnern, da hat man schon 2 Dots drauf und die sind schon direkt tot. Das ist ein Nachteil, wenn man keinen Heiler hat. Das ist ja auch ein taktischer Flashpoint, da muss man so halten können. Ne, das war jetzt nicht schlau. Ey, nein, du hast ihn jetzt hoffentlich nicht. Jemand was Schönes auf dem Teamspeak geschrieben. Schauen wir mal nach. Okay. Bin ja sowieso gemutet. Gut.
Scheiße. Dann hauen wir den ein bisschen rein. Warum habe ich hier nicht stehen, das? Ach Gott, das stehe ich jetzt nicht rein. So. Müssten jetzt in etwa... Alter, nee, das muss... Freut mich jetzt nicht so. So passt besser. Also wenn man PvP streamt, dann kommt man deutlich schneller an Zuschauer. Ist auch ein bisschen spannender, ehrlich gesagt. Aber muss ja auch mal sein, finde ich, dass man mal was anderes reinbringt, weil das wollen auch andere Leute sehen und zu denen will man ja auch einen gewissen Bezug, sag ich mal, aufbauen, dass die ihr Interesse finden. Hier, guck, das meine ich, man will die voll dort und schon sind sie tot. Warum hat der nicht meine Dots bekommen? So, jetzt kriegt ihr ein paar Dots ab. Nee, das lohnt sich ja nicht. Oh Leute, ihr habt auch wirklich schlau gehandelt, ne? Mich wird aber niemand hier zerstören. Hey, seht ihr alles beim Stream? Ja. Ich hab noch gar nicht auf die Map geschaut. Genau. Uhr. Gut. Na, was haben wir denn jetzt gepult? Ne, ich muss so einen hier voll dort, der da hinten in der Ecke vom Haus und. Boah, du hast ja gut gespielt. Man darf sich selber aber in diesen Flashpoints hier nicht überschätzen, wenn man 65 ist und die hier zum Beispiel Level 16 oder 40, weil die Gegner sind trotzdem auf 65 und dann macht man selber jetzt nicht unbedingt mehr Damage. Das kann schon schlecht sein. Oh ne, das mache ich jetzt nicht. Der Fun. Make Barcraft. Los, Leute. Ist der jetzt rausgegangen oder was? Boah, nee, das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht der Ernst. Versteht ja nicht. Chile, oh Gott, nicht ernsthaft. Sind das alles Hexer hier oder was? Außer der eine, der war ja Dings da. Egal, wir schaffen es also.
Warum bitte? Ja, gut. Nee, komm, schreib mal dem nicht, dass er im Stream ist, sonst geht er auch noch raus. Wo kommt er jetzt? Uff, 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 never. Oh nee. Das kann schon gefährlich werden, wenn man hier nicht aufpasst. Guck hier, 26%. Danke sehr. Danke sehr. Dann brauche ich es ja gar nicht reinschreiben. Kriegen wir schon hin, wir warten auf dich. Natürlich warten wir auf jeden. Danke sehr, danke sehr. Du bist ein cooler. Oh, Shivo, die war nochmal auf Jackass Verge, stimmt's? Oh, jetzt fängt das wieder mit dem Rücken. So. Okay, was gibt's jetzt? Hoffentlich der hier Endboss und fertig. Dann machen wir PvP, würde ich sagen. Sehr schön. Ich denke, wenn wir mit dem Flashman fertig sind, habe ich nicht wirklich Bock auf weitere Flashmans, weil die wieder so lange dauern und vielleicht wieder jemand rausgeht und. Dann machen wir einfach PvP, stimmt's? Dann mache ich kurz den Cut und dann. Dann werden wir einfach. Ihr wisst schon. Ne? Ihr wisst schon. Dann werde ich den Stream kurz neu starten, neue Überschrift und dann können wir es. Machen wir da nochmal weiter. Ja, 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 ich bin so müde. Oh. Na, komm rein, da. Kein Bock zu warten. Also in den nächsten 3 Minuten sollte er down sein. Das müsste man ja wohl mittlerweile kennen. So, hier gehen wir noch mal ein paar Dots drauf, damit der ordentlich was abkriegt. So, bevor wir dann da... das abkriegen, hier, das ist doch fast gar keine Herausforderung. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Scheiße, nein. Kurus, my friend. Dank ihm habe ich sogar ehrlich gesagt wieder so damals richtig so Bock auf Esveto bekommen. So, jetzt dürfen wir erstmal die hier. Haben schon 18k Hit. Ah, nicht ganz. Ja, ja, ja. Des Feindes bedeutet du selber. In dem Fall. Ja, ich hab's leider etwas falsch aktiviert. Großartig. Mein Freund. Sehr schön, sehr schön.
Gut, 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 my friends. Oh, was haben wir alles bekommen? Ach, Trick haben wir ja auch noch hier. Genau, dann da haben wir nice, nice, nice. Jo. Ja, die vorige Person müsste Position. Okay. So, schauen wir mal, ob irgendwer schon hat wegen Twitch. Nö. So, coole Sache. Oh, Meister René. Vielen Dank fürs Einschalten. Ja, Glückwunsch. Naja, kein Bock mehr. Dann würde ich sagen, dann machen wir das als Stream. Benennen wir das kurz. Und dann starte ich den sofort wieder neu, nur unter meinem anderen Titel, damit das nicht so. damit es auch für andere ein bisschen übersichtlicher ist. Okay? Also. Dann werde ich mich gleich verabschieden und 15 Sekunden ungefähr warten, damit der das Video auch ordentlich beenden kann. Also, dann bedanke ich mich fürs Einschalten. Hoffentlich hat es euch gefallen. Ihr habt auch vielleicht ein bisschen was dazugelernt. Einfach draufhauen. Scheiße, ja, das andere. Nein. Ihr habt hier unten auch nochmal einen DPS-Meter gesehen. Falls ihr dazu ein Tutorial wollt, dann einfach schreiben in die Kommentare. Und dann sage ich nur noch... Kommentiert und abonniert, sofern es euch gefallen hat. Natürlich auch liken, wenn es euch nicht gefallen hat, like trotzdem. Und ja, falls ihr disliken wollt, dann schreibt doch ein, warum. Und dann kommentiert, abonniert, liked, folgt mich auf Twitch und liked mich auf Facebook. Gebt so ein Rückwärtssalto, den ich schon vollzogen habe. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Ciao.